Heute schauen wir uns alle Konnektoren an, die ihr bis zum Level B1 kennen solltet. Los geht's! Wir schauen uns jetzt ganz kurz jeden Konnektor einzeln an und machen auch immer ein oder zwei Beispielsätze. Hier und da gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie man diese Konnektoren korrekt benutzt. Das Ziel von diesem Video ist, dass ihr eine Übersicht über alle Konnektoren bekommt, die ihr bis zum Ende vom Level B1 kennen solltet. Und natürlich, dass ihr seht oder lernt, mit welchen von diesen Konnektoren ihr noch Probleme habt. Und da gibt es auch gleich die erste Hausaufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr mit allen Konnektoren, mit denen ihr noch Probleme habt, unten in den Kommentaren ein paar Beispielsätze schreibt. Und wie immer gibt es am Ende natürlich einen kleinen schönen Test, wo ihr ein paar Konnektoren einsetzen sollt. Aber beginnen wir einfach mal mit der Theorie. Auf Deutsch gibt es drei Gruppen von Konnektoren. Die erste Gruppe verbindet einen Hauptsatz mit einem Hauptsatz. Das heißt, das Verb steht natürlich in Position 2. Die zweite Gruppe verbindet auch einen Hauptsatz mit einem Hauptsatz, aber wir haben im zweiten Satz eine Inversion. Das heißt, das Verb steht in Position 1. Und wir haben die dritte Gruppe und das ist die größte Gruppe. Diese verbindet einen Hauptsatz mit einem Nebensatz. Was heißt, dass das Verb am Ende steht? In der ersten Gruppe gibt es eigentlich nur einfache Konnektoren, bis auf einen vielleicht. Hier haben wir und, oder, aber, denn und sondern. Wir machen jetzt aber trotzdem auch für die einfachen Konnektoren kurz einen kleinen Beispielsatz. Für und: Ich esse eine Pizza und ich trinke eine Cola. Wie ihr sehen könnt, steht das Verb trinken in Position 2 und wir haben kein Komma. Ganz wichtig. Oder: Ich treffe heute Freunde oder ich bleibe zu Hause. Auch hier steht das Verb natürlich in Position 2 und wir haben auch kein Komma. Aber: Ich möchte Sport machen, aber ich habe keine Zeit. Auch hier Verb in Position 2, aber dieses Mal mit Komma. Der nächste Konnektor ist denn und das ist eine Alternative für weil. Zum Beispiel bei der Frage: Warum bist du müde? Die Antwort: Ich bin müde, denn ich habe wenig geschlafen. Auch hier steht das Verb in Position 2 und wir haben ein Komma. Und dann haben wir den fünften Konnektor und das ist sondern. Und der ist vielleicht ein bisschen schwieriger als die anderen vier. Hier haben wir immer einen negativen ersten Satz und dann kommt eine Alternative. Zum Beispiel: Ich fliege nicht nach Spanien, sondern in die Türkei. Ja, also ich mache nicht das, sondern das. Das heißt, im ersten Satz muss immer ein nicht oder ein kein stehen. Ich kann zum Beispiel auch sagen: Ich habe keinen Bruder, sondern eine Schwester. Und weil dieser Konnektor ein bisschen speziell ist, möchte ich, dass ihr alle am Ende vom Video unten in die Kommentare einen Beispielsatz oder zwei mit sondern schreibt. Dann kommen wir zur zweiten Gruppe und das ist ein Hauptsatz plus Hauptsatz mit Inversion. Das heißt, das Verb steht in Position 1. Hier haben wir deshalb, deswegen und darum. Und diese drei haben alle die gleiche Bedeutung. Zum Beispiel: Ich bin müde,
Deshalb gehe ich schlafen. Ganz wichtig, Verb in Position 1. Und den zweiten Konnektor, den wir hier haben, ist trotzdem. Und ich nehme mal den gleichen Anfang, damit ihr versteht, was der Unterschied zwischen diesen beiden Konnektoren ist. Ich bin müde, trotzdem gehe ich nicht schlafen. Das heißt, das eine bei einem Deshalb-Satz ist eine logische Konsequenz, das heißt, das macht Sinn, und das andere bei trotzdem ist eine unlogische Konsequenz, das heißt, das macht keinen Sinn. Ein weiteres Beispiel wäre, ich habe Hunger, deshalb esse ich eine Pizza. Das ist logisch. Oder unlogisch, ich habe Hunger, trotzdem esse ich nichts. Und dann kommt jetzt als drittes die größte Gruppe und das ist Hauptsatz plus Nebensatz. Das heißt, das Verb steht immer am Ende. Und wir beginnen ganz einfach mit dem Konnektor weil. Und wir nehmen mal den gleichen Satz, den wir schon davor mit dem Konnektor denn hatten. Da haben wir gesagt, ich bin müde, denn ich habe wenig geschlafen. Und jetzt mit weil steht das Verb am Ende. Ich bin müde, weil ich wenig geschlafen habe. Der nächste ist das. Ich denke, dass er zu spät kommt. Auch ganz einfach. Dann kommt nachdem und hier wird es schon ein bisschen komplizierter. Denn für nachdem gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer 1 ist, ich komme zu dir, nachdem ich aufgegessen habe. Und das Komische hier ist, dass wir Perfekt haben, aber das ist eigentlich kein Perfekt. Ich spreche hier über die Zukunft. Ich sage, zuerst esse ich auf, dann komme ich zu dir. Wenn wir das aber mit dem Konnektor nachdem ausdrücken möchten, dann muss ich sagen, ich komme zu dir, nachdem ich aufgegessen habe. Und die zweite Option ist, wenn ich über die Vergangenheit spreche. Zum Beispiel, ich bin zur Arbeit gegangen, nachdem ich einen Kaffee getrunken hatte. Hier haben wir in dem Nebensatz also getrunken hatte. Das ist Plusquamperfekt. Und auch in diesem Satz, was mache ich zuerst? Zuerst trinke ich den Kaffee, dann gehe ich zur Arbeit. Dieser Konnektor ist natürlich ein bisschen kompliziert und wir haben jetzt in diesem Video nicht genug Zeit, um uns viele Beispiele anzuschauen. Ich werde aber bald mal ein extra Video über komplizierte Konnektoren machen. Aber für heute ist mir wichtig, dass ihr eine Übersicht bekommt, welche Konnektoren ihr bis zum Level B1 kennen solltet. Weiter geht's mit obwohl. Ich habe Hunger, obwohl ich gerade zwei Döner gegessen habe. Also auch hier haben wir zwei Sätze zusammen, die eigentlich nicht so gut zusammenpassen oder die keinen Sinn machen. Dann kommt bevor. Ich gehe joggen, bevor ich zur Arbeit gehe. Das heißt, zuerst gehe ich joggen und dann gehe ich zur Arbeit. Der nächste Konnektor ist während. Und der ist relativ einfach, weil den benutzen wir, wenn wir zwei Dinge gleichzeitig machen. Zum Beispiel, ich höre Musik, während ich meine Wohnung putze. Das heißt, ich mache beides gleichzeitig. Als nächstes kommt wenn. Ich gehe los, wenn du mich anrufst. Dann kommt seit oder seitdem. Das ist beides gleich. Ja, ihr könnt seit sagen oder seitdem. Zum Beispiel, mein Leben ist viel besser, seit oder seitdem ich in Berlin lebe. Dann kommt bis. Ich warte, bis der Bus kommt. Oder ein zweites Beispiel hier, ich spare, bis ich mir ein neues Auto kaufen kann. Dann haben wir noch damit oder um zu. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch, damit ich mit meinen Freunden sprechen kann.
Und weil wir in diesem Satz die gleichen Subjekte haben, ich und ich, kann ich den Satz auch mit um zu sagen. Ich lerne Deutsch, um mit meinen Freunden zu sprechen. So, zwei haben wir noch und dann kommt der Test. Der vorletzte Konnektor ist als. Und es gibt zwei Situationen, in denen wir als benutzen. Das ist einmal, wenn das ein Punkt in der Vergangenheit ist oder wenn das ein Zeitraum ist. Zum Beispiel, gestern habe ich Stefan gesehen, als ich bei Aldi war. Das ist ein Punkt in der Vergangenheit. Gestern um 17 Uhr war ich bei Aldi und ich habe Stefan gesehen. Oder das zweite Beispiel, ein Zeitraum. Als ich Kind war, habe ich in Spanien gelebt. Ja, wie lange warst du ein Kind? Vielleicht 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre? Oder auch, als ich studiert habe, habe ich in Hamburg gewohnt. Auch hier, deine Studiumszeit ist 3 Jahre oder 4 oder 5. Das ist ein Zeitraum. Und dann kommt der letzte Konnektor, ob, und den benutzen wir ganz oft für indirekte Fragen, für indirekte Ja-Nein-Fragen. Ich weiß nicht, ob ich morgen kommen kann. Okay, und bevor wir zum Test kommen, nur noch eine Kleinigkeit. Bei all den Konnektoren aus der dritten Kategorie kann ich auch immer mit dem Nebensatz anfangen. Dann habe ich aber im Hauptsatz auch eine Inversion. Das heißt, Subjekt und Verb tauschen ihren Platz. Zum Beispiel, weil ich wenig geschlafen habe, ja, das ist der ganz normale Nebensatz, und jetzt kommt die Inversion, bin ich müde. Oder wenn du mich anrufst, gehe ich los. Oder ein drittes Beispiel, seitdem ich in Berlin lebe, ist mein Leben viel besser. Und das könnt ihr aber nur mit der dritten Kategorie machen. Mit der ersten und der zweiten funktioniert das nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem kleinen Test und ich empfehle euch, lest euch die Aufgabe gut durch und klickt kurz auf Pause. Dann könnt ihr euch so viel Zeit nehmen, wie ihr braucht, um zu schauen, welcher Konnektor muss wohin. Okay Leute, dann hoffe ich, dass der Test euch gefallen hat und das Video natürlich auch. Hoffentlich habt ihr jetzt eine gute Übersicht, welche Konnektoren ihr kennen solltet und mit welchen ihr noch Probleme habt. Und wie ich am Anfang gesagt habe, empfehle ich euch, schreibt mit den Konnektoren, mit denen ihr noch Probleme habt, unten in die Kommentare 1 bis 2 Beispielsätze. Und wie gesagt, zu den Konnektoren, die ein bisschen kompliziert sind, mache ich bald noch ein extra Video, in dem ich das alles nochmal genau erkläre. Also Leute, macht's gut und bis bald. Tschüss.